Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Wenn ihr auch eine Szene gehabt und das Problem, dass die Lüftung, wenn er es einschaltet, nicht mehr lüftet, also der Gebläsemotor. Ja, da gibt es einige Videos auf YouTube, die sind irgendwie alle scheiße. Deswegen machen wir jetzt mal das hier. Als allererstes sagen sie alle, das Handschuhfach muss raus. Das muss auch raus, das stimmt. Aber die sagen alle, da sind 6 Schrauben drin. Keine Ahnung, können die alle nicht zählen? Was ist mit der 7. Schraube? Also wir haben hier, also die anderen Schrauben, die findet ihr auch ohne meine Hilfe. Ne? Die hier unten, dann innen drinnen, wenn er aufmacht. Aber wie gesagt, die findet ihr auch selber. Hier oben 3, hier nochmal eine an der Seite, hier eine. Und die letzte ist hier, hinter der Abdeckung. Und das ist genau hier dahinter. Also die ist hier, die Schraube. Ne? Ja, keine Ahnung, warum die das in dem Video nicht erklären. Hier einfach an der Seite einfach rausmachen. Da habt ihr hier die, ist geklippt. Also so abziehen und nach hinten dann hier rausziehen. Tja, und dann kommt ihr hier nicht weiter. Ne? Ihr müsst dann dieses Ding hier abschrauben. Beziehungsweise das kriegt ihr so raus. Das ist bloß hier eingehangen und geklippt. Müsst ihr hier vorne hochklippen. Erstmal das Ding hoch. Dann, also hier den Schutz, das ist bloß geklippt hier. Ein bisschen vorsichtig machen. Hier hoch. Und dann kommt ihr an diese Konsole ran, die hier so unten dran ist, ne? Und da habt ihr dann hier die 2 Schrauben, die müsst ihr noch losmachen, die Konsole weg, könnt ihr vielleicht nur dran lassen und euch abficken, egal. Und dann könnt ihr das hier, seht ihr hier, das ist hier bloß eingeklippt, hier vorsichtig mit einem Plaste oder mit einem Schraubenzieher ein bisschen vorsichtig raushebeln. Ich habe natürlich hier eine Scharte reingemacht. Ja, und dann könnt ihr erstmal das ganze Handschuhfach raus hier, ne? Geht ein bisschen scheiße, geht aber. So, und dann kommt ihr an dieses Gerät hier. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob die Kamera doch so macht, das Licht an. Und zwar ist das da hinten. Da oben, wartet mal, machen wir so. Da kommt es rein. Ne? Ich habe jetzt schon das Neue drin. Das ist mit einer Schraube festgemacht oder mit 2. Ich weiß gar nicht. Eine oder 2. Bei mir war nur eine drin. Ich glaube, es müssten aber 2 sein. Hört mal. Ich werde mal hier reingucken. Mal gucken. Da kann eigentlich nicht viel dazu sein. Nur ein Temperatursensor. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte. Ihr seht hier, bei mir sind die Kabeldinger abgebrochen. Die Stecker, je nachdem wie alt euer Auto ist, ihr müsst ihr äußerste Vorsicht walten lassen. Sonst bricht euch dieser Nippel hier ab. Dann kriegt ihr den Stecker nicht raus. Ich meine, gut, ich habe jetzt das alte hier, könnt ihr dann kaputt machen und von oben reindrücken und den, also hier ist so eine, wie man es hier sieht, genau, hier ist so eine Nut, das Loch. Dann müsst ihr einfach hier von oben reindrücken und dann könnt ihr das Ding rausziehen und dann geht auch eure Lüftung wieder und dann alles umgekehrt eben wieder zusammenbauen. Aber wie gesagt, 7 Schrauben, Handschuhfach, nicht 6 wie in allen YouTube-Videos auf YouTube. Genau, wahrscheinlich die Schraube weniger oder so. Ja gut, das war's eigentlich schon. Und dann geht der ganze Krempel wieder. Ne? Das Ding muss ich jetzt bloß noch einbauen und den Stecker hier ankleben, weil ich es halt zerrammelt habe. Aber egal, müsste wieder funktionieren. Gut, den Schlauch müsst ihr noch rausmachen. Hier, den können wir einfach raushebeln. Und vergesst dann nicht, hier ist noch ein Loch, die Belüftung vom Handschuhfach wieder mit reinzumachen. Ja, das war's schon. Ich hatte jetzt schon zusammengebaut und habe dann hinten im Kofferraum das hier gefunden. Also bevor wir das hier wieder zusammenstöpseln, das Handschuhfach, müssen wir hier den Schlauch wieder machen. Und hier so ein bisschen reinknicken. Ups. Und hier. Plupp. Und dann ist er drin. Und jetzt erst das Handschuhfach rein. Ja, hat schon noch vergessen. Bevor wir jetzt das Handschuhfach reinmachen, hier den Schlauch da hinten in das Loch reinstöpseln. Wie ich gesagt habe, wird anscheinend nur reingesteckt. Ich kontrolliere das dann nochmal, wenn er ab ist, wenn er dran ist. Und ja, aber macht es lieber jetzt gleich. Ich glaube, so kommt man besser hin. Mal gucken. So, ich habe jetzt alles wieder zusammen. Wie gesagt, das ist nur geklippt. Könnt ihr einfach so rausziehen. Und die Ecke hier vorne auch. Und das Ding auch hier, das ist einfach nur so eine Abdeckung für hier unten.
für die Schraube. Das könnt ihr einfach, oh, das Spaltmaß passt nicht mehr, oh, egal. Ja, den einfach so wegziehen, da ist einfach, das Ding hier ist einfach so reingeklippt. Ja, wenn ihr auch so schlau wart wie ich und hier das Ding abgebrochen habt, dass das quasi, wenn ihr hier drückt, nach unten durchfällt, könnt ihr einfach hier eine kleine Holzschraube reinmachen und die hält es dann. Ja, so, und jetzt wieder zusammenbürschen. So, dann noch abschließend den Test. Ah, Lüftung geht noch. Sehr schön.